Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Imbus ganz hinten Box von Flair. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Imbus ganz hinten von Flair, das Ganze aus dem Jahr 2011. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl. Es ist das siebte Album von Flair. Es gab zu diesem Album zwei verschiedene Boxen. Und zwar lesen wir hier Amazon B-Girl Exclusive Edition. Bedeutet, das ist die Girl-Box, also die Frauenbox. Und hier haben wir die Boy-Box, also die Männer, die Buben-Box. Die habe ich euch bereits vorgestellt. Und heute ist es an der Zeit für die Girlbox. Wir haben hier einen schwarzen Aufkleber auf einer braunen Kartonbox. Die Box an sich so eine ganz schlichte braune Kartonbox. Wir lesen hier Flair im Bus ganz hinten. Alleine hier von der Optik unterscheidet sich das Ganze schon. Die Box ist die gleiche, allerdings der Sticker wurde hier anders designt. Und zwar ist das Ganze hier so in pink-weiß. Und auf der Boy Edition haben wir das Ganze hier in rot-weiß. Und es unterscheidet sich auch vom Inhalt, beziehungsweise von der Gestaltung des Inhalts. Wir lesen hier Amazon B-Girl Exclusive Edition, Limited Edition inklusive 2 CD plus T-Shirt, maskulin Girls plus Cap. Dann haben wir den Barcode, Amazon.com und das Logo von Flair. Dann schauen wir mal rein. Lässt sich einfach aufklappen. So, als erstes haben wir hier eine Kappe. Eine beige Kappe. Dann haben wir das Album an sich, Imbus ganz hinten. Und noch ein Shirt, beziehungsweise es ist ein Top, glaube ich, ein Frauentop. Ansonsten hier nichts weiter drin. Die Box nun leer. Also drei Boxinhalte haben wir hier. Dann machen wir das Ganze mal zur Seite. Und starten wie immer mit dem Album an sich. So, wie gesagt, es ist das siebte Album von Flair und wer hat es erfunden? Natürlich Flair, deswegen auch hier wieder ein Pappschuber am Start. Maskulin präsentiert Flair im Bus ganz hinten Limited Deluxe Edition, in diesem Fall hier in Gold und Weiß, wobei das Gold hier wirklich so auf Hochglanz ist und reflektiert im Licht. Wir haben hier dann noch so eine Schattierung vom Brandenburger Tor. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 20 Tracks, haben auch einige Features, also ich glaube es sind 11 Features. Features mit dabei von Mo Mitchell, Silla, Mo Trip, Mo Mitchell, Jihad, Nick One, Jihad, Jihad, Mo Trip, Jihad, Pulse. Das ist echt eine Menge. Dann haben wir hier CD2, die Bonus-CD. Hier gibt es die kompletten Instrumentals drauf. Und dann haben wir hier auch noch das Video zu dem Track Zeichen. Ja, die Beteiligten und oben rechts ein Barcode. Dann holen wir das Ganze mal aus dem Pappschuber. Und so sieht dann das eigentliche Cover aus. Imbus ganz hinten. Und hier lesen wir auch wieder Exclusive Edition. Beziehungsweise nein, hier steht nicht Exclusive, hier steht Deluxe. So ein ganz, etwas schwer zu lesender Schriftzug, aber steht hier tatsächlich Deluxe Edition. Kommt in einem Jewel Case. Auf der Seite sieht das Ganze so aus. Und auf der Rückseite lesen wir die Tracklist. Das hier ist kein Kratzer, das ist hier wirklich so im Artwork drin. So, auch hier wieder das, was wir schon von der Rückseite des Pappschubers kennen, aber hier eben in anderen Farben gestaltet. Dann schauen wir mal rein. Was haben wir hier? Wir haben hier Flair Live im Bus ganz hinten Tour 2011. Das waren die Tourdates zur Tour. Und dann gibt es hier noch Facebook von Flair. Ja, also das war so vor den Zeiten von Instagram und ähnlichem. Da war wirklich so neben der Homepage Facebook das Entscheidende. Das Booklet. So, was haben wir hier? Einerseits mal die Tracks aufgelistet, inklusive der Info, wer daran beteiligt war. Also die Produzenten, dann wer noch daran mitgewirkt hat und wo das Ganze aufgenommen wurde. Fotos von Flair. Damals
mit Stoppelglatze unterwegs. Sehr ungewohnt. Ja, damals war Flair noch mit den Rot-Weißen in Berlin verbrüdert oder gut befreundet. So sieht das aus. Weitere Tracks, weitere Fotos. Jawohl. Und wo haben wir es genau? Hier zum Abschluss dann auch noch die weiteren Credits, wer hier alles beteiligt war. Okay, dann packen wir das Booklet wieder zurück, ebenso wie den Flyer. Und kommen zur Album-CD. Die ist jetzt auch wieder in Rot gestaltet, also trotz dieses Covers, also dieses Box-Designs in Pink und Weiß, ist das hier trotzdem in Rot und Weiß. So sieht das aus. Und hier das Foto nochmal in Schwarz und Weiß. So, und das auf der Hinterseite, also das auf der Rückseite, ist dann eben Deluxe Edition, bedeutet, hier sind die Instrumentals drauf und das Video zu Zeichen, zu dem Track. So, Barbschuhe machen wir wieder drauf. Dann kommen wir zum nächsten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier eine Cap. Die kommt hier in Beige. Ist wirklich hier rundum in Beige gehalten. Hier auf der Vorderseite, auf der linken Seite, haben wir noch dieses rote Flair-Logo aufgedruckt. Hinten dann keine Snapback, sondern hier mit so einem Klettverschluss. Also mit Hilfe dieses Klettverschlusses kann man das Ganze dann größentechnisch anpassen. Von unten der Schirm ebenfalls in Beige. Und auch hier innen alles beige. Und dann schauen wir mal, ob wir hier was finden. Genau, was lesen wir hier noch? Gar nicht so einfach. So, 100% Baumwolle und das Ganze ist made in China. Grüße gehen raus. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts weiter zu sehen. Nein. So, dann packen wir die Cap wieder zusammen. Die war meines Wissens in beiden Editionen gleich. Also sowohl bei der Männer- als auch bei der Frauenbox ist das diese beige Cap hier mit dem roten Flair-Logo-Aufdruck. Aber was sich unterscheidet, ist dieser Inhalt, und zwar das Shirt. Beziehungsweise in der Männervariante war es ein Shirt. In diesem Fall ist es ein Frauentop in Weiß. Also wir haben hier ein weißes Top. Hier lesen wir im Bus ganz hinten. Und über dem Wort ganz haben wir dann hier noch den roten FLER-Schriftzug, der das Ganze hier so überlagert. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, dafür, dass das so ganz schlichte Konturen eigentlich nur sind. Ansonsten hier nichts weiter zu sehen. Dann schauen wir mal auf die Rückseite. Das Ganze ebenfalls in Weiß, also kein Neckprint oder Backprint. Wir haben es bei diesem Shirt zu tun, bei diesem Top, mit Größe M. Also dürfte wohl Frauen-M sein. Okay. Größe war meines Wissens nicht frei auswählbar. Also da waren wirklich alle Boxen gleich, was die Größe betrifft. Jetzt würde mich noch interessieren. Ja, genau, danach habe ich gesucht. So, was lesen wir hier? Ein Naked Shirt. Ups, Alice. Okay. Und das Ganze ist, auch wenn hier Sticker drüber sind, aber das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. So, dann packen wir das Top wieder zusammen. Einmal, zweimal. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal das eben gezeigte Top in der Farbe Weiß mit dem schwarzen und roten Aufdruck im Bus ganz hinten, beziehungsweise Flair. Dann haben wir die Cap, die kommt hier in Beige mit rotem Aufdruck und hinten mit dem Klettverschluss. Und natürlich das Album an sich im Bus ganz hinten von Flair in der Deluxe Edition mit zwei CDs in diesem Pappschuber. Und wir haben hier 20 Tracks mit 11 Features plus Instrumentals und dem Video zu dem Track Zeichen. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box.
im Bus ganz hinten von Flair in der B-Girl Edition. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Flair unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.